Ja, ihr Lieben, der Matthias hier, wie du siehst, neblig heute. Falls du ein Hintergrundrauschen hörst, das ist die Autobahn, bisschen unangenehm hier. Hab hier diesen prächtigen Zunderschwamm gefunden. Habe ich abgemacht, Teevorrat, also mache ich ein Video draus, nie wieder Tee kaufen. Na? So ist das, wie man sich täuschen lässt. Na, man kauft den Tee, wunderbare Mischung, mag alles auch irgendwo richtig sein. Aber letzten Endes braucht man das gar nicht. Selbst jetzt hier im November, na, findest du immer noch genügend draußen, wo du dir einen Tee draus machen kannst. Ob das hier dieser Zunderschwamm ist, kann man wunderbaren Heiltee draus machen. Vitalpilz ist das auch. Na. Unterwegs habe ich die Schafgarbe gesehen, noch wachsen. Hagebutten gibt's. Die Ebereschenbeeren kann man sammeln, kann man sich einen Tee draus machen. Ja, also es gibt noch Brennnesseln gibt's draußen. Ist jetzt nicht so mein Ding, einen Tee draus zu machen, aber zum Essen ist es gut. Na? Also es wächst im Grunde genommen noch jede Menge draußen, wo man sich einen Tee draus machen kann. Schwieriger ist es sicher, sich irgendwie wild hier zu versorgen. Also wenn man das machen müsste als Überlebensstrategie, da sehe es schon schlechter aus, ne? mit Essen auf alle Fälle. Hier ist er, das Prachtexemplar, ein Zunderschwamm, den ich mir jetzt zuschneide. Ich habe hier schon ein bisschen im Vorrat, zeige ich dir mal. Das sind kleingeschnittene und getrocknete als Teevorrat. Das werden wir dann gleich mal machen. Na? Den hier werde ich aufschneiden. Das ist schon ein älteres Exemplar. Die werden ja bis zu 30 Jahre alt sollen die werden, diese Fruchtkörper, oder können so alt werden. Dass der hier, weiß ich jetzt nicht, wie alt der ist, aber das ist definitiv schon ja, ein älterer. Sieht man auch, wenn die unten dann so bräunlich eher wären. Na, die jungen Fruchtkörper, hatte ich dir ja gezeigt, mal an der Birke, die sind dann eher weißlich. So, der Zunderschwamm, sehr gesund. Na, er enthält sogenannte Beta-Glucane. Das sind Wirkstoffe, die das Immunsystem stärken, Cholesterinspiegel senken, beziehungsweise Regeneration der Darmflora. Also verschiedene gesunde Wirkungen hat der. Außerdem enthält er wichtige Spurenelemente, Eisen, Kupfer, Kalium und sogar Vitamine. Das glaubt man nicht. Ne? Also B-Vitamine enthält er. Er wirkt nervenberuhigend, entzündungshemmend und antivirale Wirkung gegen Infektionen und auch gegen Krebs wirkende Stoffe, besonders wenn er an der Birke wächst, weil er dort diese Betulinsäure anreichert und die hat eine krebshemmende Wirkung. Außerdem neutralisiert er Schwermetalle, also er unterstützt auch den Entgiftungsprozess des Körpers und er gilt auch als sogenannter Vitalpilz. So sieht er dann aufgeschnitten aus. Also ich habe mal ein paar Scheiben mit diesem Brotmesser habe ich gefunden. Geht es ganz gut. Du kannst natürlich auch ein anderes scharfes Messer nehmen. Aber ich fand, ja, weil der doch sehr korkig ist, da ging es mit dem Brotmesser am besten. Hier solche dünnen Scheiben geschnitten. Und die kommen jetzt in einen Topf rein. Du kannst den frisch verwenden oder getrocknet. Na, hier sieht man schön die Lamellen und hier oben eben das sogenannte Trauma beim Pilz, bezeichnet man das so, ne? Das Fleisch. Und dieser Teil hier oben, wo mein Daumen ist, das kann man getrocknet, wurde das früher auch als Zünder genutzt, also um Glut, der hält dann die Glut. Ich habe das auch mal ausprobiert, getrocknet.
es ist wirklich so, dass dann das Stück, wenn man den einmal angezündet hat, der glimmt dann eine ganze Weile und die Glut wandert hier immer weiter, so wie mein Zeigefinger gerade. Also das geht ganz langsam, ne? Deswegen heißt er Zunderschwamm. Daher kommt der Name. Ja, das Wasser habe ich mal schon vorbereitet hier. Das köchelt schon. Da gibt man dann ein paar von diesen Pilzen rein. Das reicht vollkommen. Die kann man auch mehrfach verwenden. Deckel drauf. Und jetzt köchelt das Ganze ungefähr so 10 Minuten. Ja, und der Tee ist fertig. Hat 10 Minuten geköchelt. Ich habe jetzt schon mal getrunken. Schmeckt angenehm, ohne jetzt eine besondere Note, dass ich das feststelle. Aber was mir halt gefällt, ist schöner, bräunlicher Heiltee. Siehst du hier, ich habe noch ein Stück drin gelassen. Muss man natürlich nicht machen. Die anderen, die köcheln jetzt noch die zweite Tasse dann.